Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mafia. Ich nehme jetzt einfach mal schnell den Hörer ab. Ihr wisst wahrscheinlich gar nicht, was hier los ist. Ja, ich mache jetzt einfach mal kurz. Ne, ihr wisst ja, das ist ja sonst ein bisschen laut hier und so. Und zwar tut mir übrigens sehr leid. Ich muss gerade kurz überlegen, wisst ihr ja, wie es ist. Und zwar tut es mir sehr leid, dass gestern, das heißt Donnerstag, nicht der versprochene oder der eigentlich wie jede Woche erscheinende Skyrim-Part kam. Das lag einfach daran, dass Skyrim nicht startete. Ich habe keine Ahnung, beziehungsweise Steam nicht startete, mein Steam-Account nicht startete. Keine Ahnung, woran das lag. Normalerweise sollte ich es vorher testen, habe ich dann aber nicht gemacht. Da war es schon so spät abends und da dachte ich, ach Sashimi, scheiß jetzt drauf. Morgen hast du noch Mafia und das nimmst du einfach mal auf. Und warum wir jetzt bei dieser Mission hier sind, Telefonzellen abklappern, davon habe ich ja schon mal was erzählt. Wir steigen jetzt einfach mal in unseren Steakwagen hier. Das liegt einfach daran, dass... Was? Ah, na, den Platz im Chinatown, okay. Das liegt ganz einfach daran, dass ich letzten Freitag schon einmal eine Aufnahme probiert habe. Also die erste zumindest. Und es hat einfach nicht geklappt. Da hat er einfach Scheiße gebaut. Keine Ahnung, was das sollte. Weiß ich nicht. Da hat irgendwas mit dem Sound nicht hingeklappt. Das war eigentlich ganz gut. Und dann hat es alles nicht richtig geklappt. Alter, was machst du denn hier? Was machst du denn hier? Ich krieg gleich einen Kotzreiz. Bam bam badadadam, ba ba badala. Didididut, dadadadat, dadadadat. Die Schnöxti, Öxti, Böxti, Öxti. Egal, wir rasen jetzt einfach mal rüber. Nahe dem Platz in Chinatown. Wie gesagt, ich habe das letztes Mal schon mal ein paar Mal gemacht. Und deswegen weiß ich, glaube ich, auch, wo die ist. Und das habe ich irgendwie das Mal dann irgendwie auch gar nicht richtig geschafft. Ja, selber Penner hier auch mal ab. Geh mal zu deiner Mama. So. Die war jetzt irgendwie in so einer Lücke. Coole, Dingsda-Bumster. So, hier einfach mal die Chinesen umfahren. Wisst ihr, ein bisschen klischeehaft. Machen ja alle Chinesen, die fahren sich ja gegenseitig um. Wisst ihr ja bestimmt. Bom, 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 bom. So, wo war sie? Ich weiß jetzt nicht mehr, in welche Richtung. Ach, egal, wir stellen sie einfach hin. Weg, raus hier, blöde Frau, weg da. Die haben auch immer die gleiche Mimik, ne? Guck mal, mal. Ja, schadet ja nicht. Nicht, dass das irgendwie ungesund wäre. Bam, 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 para, pap, pap. Dick, dick, duck, dick, duck. Oh, ich hab dick gesagt. Haha, jetzt bin ich voll der Böse. Wisst ihr ja, ne? Immer die sich da über sowas lustig machen, so schnell. Haha. Der hat Arsch gesagt. Aha. Der hat Haar gesagt. Aha. Der hat Steinpfeiler gesagt. Aha. Ja, weiß ich nicht. Kennt ihr die sich über alles so lustig machen? Diese kleinen Kiddies? Über alles lachen die gleich, ne? Und dann kommt in den Nachrichten irgendwie so ein Dings da, wo es tap 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 tap. Entschuldigung, das muss jetzt sein. Dann kommt da in den Nachrichten irgendwie so ein Beitrag. Jetzt bricht mir ja nicht die Framerate ein. Da werde ich zum rasenden Besen, wisst ihr? Zum Baby Blocksberg Besen. Baby Blocksberg, die kleine Hexe. Komm und zeig uns, naja. Wie gesagt, dann sind da irgendwelche komischen Berichte von Tierquälerei im Fernsehen oder so. Von, ne, ist ja ganz schlimme Sache. Und, dann sagen sie da, tausende Hunde vergewaltigt, ne, und so, und die Kiddies, aha, vergewaltigt. Die wissen dann gar nicht, was das heißt. Wisst ihr, ich hau mir hier gerade die Hand vor den Kopf. Hört er ja nicht. Oh, und für mich ist das hier wieder schon so laut. Und wisst ihr, ich kann hier normalerweise in... Hau ab, Oma. Kann ja normalerweise ja den Sound leiser stellen, ist ja klar. Aber irgendwie geht's gerade nicht, ne? Es geht gerade nicht. Keine Ahnung, woran es liegt. So, gleich haben wir nur noch Sekunden. Ich hätte einmal ein schnelles Auto nehmen sollen, ne? Wisst ihr? Das hier ist ein bisschen scheiße begrenzt, um zum Pier zu kommen. Bam. Bam. Da ist mir gerade die Stimme abgekackt. Ba, 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 ba. Hier sind wieder zehntausende Bahnen. Alter, ich komme doch da nicht durch. Weg. Aus dem Weg. Hier, Klempner ist unterwegs. Oh nee, ich schaff das nicht. Ich schaff das nicht. Letztes Mal habe ich es auch nicht geschafft in der Offscreen-Aufnahme, die eigentlich eine richtige Aufnahme sein sollte. Versteht ihr bestimmt, was ich meine? Badladlad. Didlidludud. Okay, dieses Mal könnte es vielleicht klappen. Weil ich hier auch besser angefahren... Ja, das wird klappen dieses Mal. Weil ich hier auch besser angefahren bin dieses Mal. Ich fahre einfach gleich mal so, weil danach müssen wir hier raus, wisst ihr? Ich hoffe, dann haben wir mehr Zeit da, weil wir nicht genau richtig hochkommen. Da ist ein Pfeiler. Oh, Pfeiler. Versteht jetzt wahrscheinlich keiner. Tue ich selber nicht. Ich weiß gar nicht, können wir die jetzt zerschießen? Ja. Nein. Nein.
Nein, och nein. Oh Mann. Ach scheiße. Wir. Ach, halt die Klappe. Wir haben das doch schon gemacht. Ach scheiße, ach scheiße. Och Leute. Och Mann. Ach Mistekuchen. Ja, toll. Wir waren doch schon bei der. Da kann ich es doch auch zerschießen. Zerschießen hört die irgendwie an wie Sashimi. Zerschießen, Sashimi? Nee, aber mich müssen wir nicht zerschießen. Das geht auch ohne, wisst ihr? Ich bin dann so ganz ohne Gewalt und so. Das ist nicht so meins. Nein, Gewaltspiele auch nicht. Nein, Shooter, nein. Nein, nein, nein. Ach, echt, du behinderter Tom, ne? Halt mal dein Auto unter Kontrolle. Mann, 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 Mann. Der muss mal fahren lernen. Wisst ihr dann tatsächlich, wo ich das Spiel damals gekriegt habe? Also 2002. Da war ich ja erst 35 oder so. Da muss ich doch tatsächlich einem Freund von mir das Fahren bei Mafia beibringen. Da haben wir so einen auf Fahrerprüfung, ne? Führerscheinprüfung mal gemacht. Damit der überhaupt erstmal das Fahren lernte, ne? Ich hack gerade ein bisschen auf dem rum, aber ist doch so, der saß da mit zwei Fingern am Ziffernblock, wollte ich gerade sagen, hier am. Ne, und so, wisst ihr schon. Pfeiltasten. La 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 la. Drifting to end. Der will mich ja wohl verarschen, ne? Egal, wir haben uns zwar toll gedreht, hier ist ja alles ganz schön. Ulm und Eis abrauen. Und da hat mich doch tatsächlich letztens einer gefragt, ob ich die ganzen Parts nachvertone. Nee, warum soll ich so bekloppt sein? Besonders, weil ich doch wegen der Aufnahme quatsche. Das hat doch so ein Let's Play so an sich, oder nicht? Bin ich da jetzt irgendwie falsch informiert? Nee, ich glaube, der meinte das so, weil es sich manchmal, wenn ich die Lieder nachtrille, weil es ja sowieso die meisten nervt, habe ich ja schon gehört, aber ich mach's weiter, ne? Es ist meine kubanische Mentalität. Wisst ihr? Komm ja aus, ich bin ja Kubaner. Wisst ihr bestimmt. Auf jeden Fall, ist meine Stimme dann eben nicht immer ganz synchron mit dem Lied hier. Das kommt aber davon, dass ich auch gleichzeitig quatschen muss und jetzt irgendwie Chinatown, bla. Wisst ihr, das war jetzt auch nicht ganz synchron. Also doch, eigentlich schon, aber nicht auf die Sekunde eben. Und das ist das, was dieser gewisse Herr, ne, und so. Ich sag jetzt nicht den Namen, das wäre ja unfreundlich. Was der eben bemängelt, der YouTuber, ich weiß ja nicht mal, wer, ob das ein Kerl ist oder nicht, oder ein Schwuchtel. Ne, wisst ihr schon. So. Bamba, baba. Ach, jetzt schon wieder. Ach, wisst ihr, die Chinatown-Musik, ne? Die kann auch mal länger anhalten hier. La 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 la. Überfahren wir die Oma. Die nervt sowieso nur. Und Herr Vicumini ist nicht da. Wo ist denn der überhaupt? Ach, Herr Vicumini ist ja wieder nicht da. Das geht gar nicht. Und wisst ihr, Leute, habe ich euch ja schon mal gesagt, wie schrecklich das ist, auf einem 24 Zoll Monitor, hallo, steig ein, auf einem 24 Zoll Monitor Full HD 1080p 1920x1080, ne, das ist der Asus irgendwas Dingsdabums, Flumsidums, Umsidums, keine Ahnung, wisst ihr, wie schrecklich das ist, Mafia 1 darauf auf Windows 8 Professional 64-Bit zu spielen, einfach schrecklich, darum ist so ein blöder Rand und dann ist es so komisch gequetscht ins Breitbild, Gott sei Dank ist das, hallo, wie fahren die denn, was sollte das denn? Ist ja bekifft oder was? Wenn ich das mache, dann ist in Ordnung. Naja. Sieht einfach kacke aus. Na, am besten auf dem alten Laptop hier, auf irgendeinem Pentium 3-Teil oder weiß was ich. So was eben zu den Zeiten war. Obwohl das Spiel ja damals ziemlich hardwarelastig war. Wisst ihr? Da weiß ich noch, ne? Ich meine, ich trailer jetzt ein bisschen hier in Vergangenheiten trailern. Ist schon wieder so ein neues Wort. Da kam ich doch mit meiner GeForce 2 GTS und, mein 256 MB RAM und... Nein, jetzt lauf, ne? Jetzt lauf. Und meinem AMD Athlon 1800 nicht aus, weil, ne? Ging einfach nicht. Und bei manchen anderen... Ja, ist ja okay. Bei manchen anderen lief es dann schon mit... Was weiß ich? Bei der Terranova Bridge. New Ark. Terranova Bridge. Auch Leute, ich glaube, wir müssen das nochmal machen. Was ist denn die Terranova Bridge? New Ark. Moment, Terranova Bridge ist, glaube ich, die ganz da oben. Wartet mal. Unter meiner Tastatur, ich habe so ein tolles Pad hier auf dem Tisch, ne? So Mausablage, Tastaturablage. Ja, das ist die Terranova. Ah, ich weiß schon wo. Da oben bei, ne? Bei New Ark eben. Hätte mir auch klar sein. Ich habe hier meinen, den Plan liegen, damit ich ja immer drauf gucken kann. Wisst ihr ja, ich schiede ja. So, jetzt hier aufpassen. Nein! Nein, ne? Nein, 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 nein.
Ja, jetzt bleib stehen. Alter, ich wusste, dass das passiert. Ich konnte... Aus dem Weg. Ja, du aus dem Weg. Ich spring mir nicht noch auf das Auto. Ich wusste ja, dass das passiert, ne? Ah, ich wollte gerade sagen, dass... Oh, zwei Ulver. Ich wollte gerade sagen, das Gehäuse ist natürlich... Gerade wollte ich schon wieder sagen, der Akku ist fast leer. Das war jetzt aber nicht, warum ich jetzt den Sprachaussetzer hatte. Guckt mal schon wieder auf meinen Tank. Ist ja schrecklich. Der ist ja gleich alle. Kommen wir von hier... Nee, Moment. Wo müssen wir jetzt hin? Zur Terra Nova Bridge. Scheiße, 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 scheiße. Wo lang, wo lang, wo lang? Rechts, ja, rechts. Über die... Giuliano Bridge. Wisst ihr, das ist immer so eine Brücke. Ach, das wird so ein kleiner Geschichtspart. Wisst ihr, aber das ist immer so eine Brücke, die ich mit ganz schlechten Dings verbinde, ne? Da habe ich doch tatsächlich, wo ich das erste Mal Mafia gespielt habe und über diese Brücke gefahren bin, ist mein Bürostuhl zusammengebrochen. Da kann ich mich gerade wieder dran erinnern. Und ich lag auf dem Boden und habe, glaube ich, geheult. Haha, Sashimi, du heulst. Ja, ich bin doch auch sowieso ein Weibstück, wisst ihr? Also nichts gegen die weiblichen Damen, die dieses Let's Play gucken. Das war jetzt nur gerade so eine, ne, klischeehafte Beleidigung, weil Frauen und so Shooter und so, das ist ja immer, steht ja immer noch auf Kriegsfuß, oder stehe ich mit aus Kriegsfuß? Naja, im Moment geht's, ne? Aber damals war es eben schlimmer. Und der Park bei der Terra Nova Bridge. Ich weiß nicht mehr ganz genau, welche Tankstelle das war. Wollte ich gerade sagen, welche Telefonzelle. Ich kann das immer nicht so auseinanderhalten. Tankstellen und Telefonzellen, das hört sich so ähnlich an. Das ist immer ganz verbunden, ne? Die ist es nicht. Ja, brettern jetzt einfach durch den ganzen Park. Ist mir auch egal. La 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 la. Schnibababa. Budup, budup, budup. Das ist, glaube ich, die da oben an diesem komischen Teil. Wenn da überhaupt eine ist. Wisst ihr, ich verlasse mich jetzt einfach mal auf mich und steige hier aus, auch wenn ich gerade keinen Bimmeln höre. Aber ich bin der Meinung, hier war das. Gut, Meinung, kann mich mal am Arsch, wisst ihr ja. Oder war es da unten auf dieser kleinen Insel? Kommen wir da überhaupt drauf nochmal? Also übrigens, die Insel, wo wir den Stadtrat... Hier waren wir noch nie, ne? Nur so zur Info. Auch im Let's Play nicht. Die Insel, wo wir den Stadtrat von erschossen haben. Wo ist die abgefuckte Telefonzelle? Die muss hier sein. Die war bei irgendeinem Gebäude. Also ich finde das nicht lustig. Wo ist die Telefonzelle? Och nö. Ja, halt die Klappe. Selber ein Penner. Blöder Penner. Ja, ich bin ja auch, ja. So, ich, die Zeit ist gleich leer, wollte ich sagen. Ach, wisst ihr, ich habe so viele Dings vorhin geguckt. Von Handy-MC, also Handy-MC. Ja, wisst ihr, ich und Englisch. Handy-MC. Handy-MC ist eine sehr gute Seite. Dadurch weiß ich trotzdem noch nicht, wo die jetzt die Telefonzelle ist. Ach, ich sehe sie. Alte Irene. Kommen wir da rüber. Kommen wir über die Hecke. Nee, wir kommen nicht über die Hecke. Dann kacke ich mir in den Kopf rein. Ja! Irene, du hast mich gerettet. Kennt einer unter uns? Da gibt es auch eine Irene. Irene Weigel. Nur so, ne? Nicht, dass ich das gucke. Ich... Nein. Nein. Okay, doch, ich guck's. Aber auf jeden Fall gucke ich nicht... Gucke ich nicht... Berlin Tag und Nacht oder Köln 50667 oder wie es heißt. Oder Köln 10.038. Keine Ahnung. Will ich auch gar nicht wissen. Ich hasse diese Sendung. Das ist voll assi. Nicht das Familien im Brennpunkt oder hier, ne? Vermieterzoff, wollte ich gerade sagen. Mieterzoff, nein, keine Ahnung, wie das heißt, diese ganzen Assi-Sendung. Oder dieses hier, helfen mir doch, oder keine Ahnung. Ich guck die ja nicht, nur gelegentlich. Also wirklich jetzt. Familien im Brennpunkt, ja, manchmal. Eigentlich sind sie so lustig, wisst ihr, aber die wiederholen sich. Und abgesehen ist sowieso ja alles erfunden. Hier, weg aus dem Weg. Ach ja, wir kommen hier, die müssen wir überfahren. Ja, egal. Stirb. So, jetzt müssen wir schnell nach Oakwood. Die Kirche in Oakwood. Ich weiß noch, welche Telefonzelle das war. Das war so eine Miniatur-Telefonzelle hinterm Grabstein. Gott sei Dank weiß ich das noch. Aber die da gerade, die hätte ich ja echt ver... In Oakwood, ne? Ja gut, ich dachte gerade in Downtown.
Warum hier auch zwei Kirchen so nah nebeneinander sind und dann nirgendwo in der Stadt mehr eine. Verwundert mich, verwundert mich. Wie heißt die Bada? Red Bro, Bro, Brothers, Brosons, Brothers, Bell. Bad Guy, Bad Guy. Ich hasse es. Warum haben die alle so. Ja, nee, ich spreche es gar nicht aus. Sonst muss ich wieder meine nicht vorhandene Abneigung gegen Homosexuelle vertreten, Mister. Ich hab nichts gegen die. Nur nochmal zur Info. Warum haben die Bars alle so Namen? Bad Guy, wie kann man. Da hätte man sie. Ottos Rentner Club nennen sollen oder sowas. Oder. Zum alten Kaiser. Das sind so typische Namen immer für so alte Bars. Wisst ihr, so verqualmte alte Bars. Ausgestattet im Jahr im Stil der 70er oder so. Alter, ne? Die Zeit wird knapp. Ich hoffe, wir kommen da hoch. Ja, gut. So, und jetzt gucken, wo sie ist. Ich hoffe, hier auf der Seite. Hinter irgendeinem kackdummen Grabstein. Ne, warum müssen die auch alle tot sein? Da ist sie. Oh. Es parkt beim Tennisplatz in. Ist da, Leute, wenn jetzt die Mission gescheitert ist, ne, aber. Ich musste das einfach machen. Es war Notwehr. Es war Notwehr. Nee, musste jetzt sein. Ist da, Leute, haben wir. Was steht denn da jetzt? Drink wet blossoms in bottles only. Ah, nur in Flaschen. Das ist sehr schön. Wisst ihr, so richtige Cola aus Flaschen, aus so Glasflaschen. Das schmeckt sowieso am besten. Und wenn ich Pepsi trinke, dann aus Dosen. Dieser Metallgeschmack. Nein. Also doch, aber nein. Beim Tennisplatz, da bla bla, wo das hier mit Frank damals war. Ach ja, die guten alten Zeiten. Du zu dumm war zum Aufnehmen, das war noch schrecklich, ne? Hallo. Verlange nicht, dass ihr euch mein Mafia-Let's Play anguckt. Das müsst ihr eigentlich löschen, weil das ist scheiße. Ach, wir haben ein tolles Auto. Ich weiß übrigens nicht auswendig, wie er heißt. Und was ich sagen wollte. Da steht übrigens Mafia Hot Rod drauf, auf den Rädern. Ach, das ist dieser Luciferion. Okay. Der ist übrigens sehr schnell. Nur so zur Info. Was ich sagen wollte. Ich weiß gar nicht, wie viele Wagen wir jetzt haben, aber wir werden schon ziemlich viele haben, ne? Ich kann jetzt auch leider nicht nachgucken, ne? Weil. Naja. Weil eben, ne? Ich habe mir die Wagen. Das kennt ihr bestimmt. Es gibt da so eine Stadt in Oak Hill oder so. Da habe ich mir die Wagen alle geholt mit einem Klick. Aber ich mache ja jetzt die Mission, um sie mir auch nochmal ehrlich zu verdienen. Seht ihr ja. Das kann ich ja hier schlecht falsch schieben. Auf jeden Fall probieren wir jetzt einfach nochmal die Bombenmission oben, ne? Die Mission mit dem Laster da unten habe ich ja schon mal gesagt. Für die, die es nicht mitgekriegt haben, die ist ja auch schon erledigt. Habe ich mit einer Freundin geschafft sogar. Ja, wisst ihr, die kann ausnahmsweise auch so Spiele spielen. Aber eigentlich bin ich ja. Ha, Esel! Aua. Esel schien, wie hast du gerade Esel gesagt, wo du so komisch geschrien hast? Und wisst ihr, jetzt abgesehen von dem Esel. Da kommen dann auch manche an, also schreiben mir manche per PN, ne, über YouTube. Wo wollte ich jetzt hin? Ach ja, genau, da hoch. Da schreiben mir manche per PN. Hey, Sashimi, du alte Potsau, warum machst du so komische Geräusche? Ja, wisst ihr, Leute. Unlogisch, dieses Auto. Einfach unlogisch und dumm. Einfach dumm. Ich muss das leiser machen, das ist ja schrecklich. Für mich kann ich es jetzt leider nicht leiser machen, deswegen spreche ich wahrscheinlich viel zu laut. Auf jeden Fall meine ich dieses. Ne? Leute, das bin ich, das ist Sashimi's. Ist doch zum Kotzen, ist doch zum Kotzen. Das ist Sashimi Sprite, das gehört dazu. Warum ich es mache, wisst ihr, das ist eine angeborene Erbkrankheit, ich kann da nichts für. Nein, ich mache das einfach. Ich mache das und mache es auch länger. Gerade im voll assi Gesichtsausdruck, glaube ich. Gott sei Dank habe ich keinen Spiegel über der Tastatur. Wäre ja auch ein bisschen merkwürdig. Naja, egal. Ich raste ihn jetzt einfach volle Kanne um, ist mir egal hier.
So. Und haben wir jetzt im Auto. Also jetzt schon Schrott. Ach Kacke. Guck das Rad an. Das war vollkommen verkruppelt. Nee, ich glaube, das können wir nicht schaffen. Ich glaube, ich beende gleich mal die Aufnahme. Das war wohl. Das aussieht eine ziemlich kurze Aufnahme. Alter, guckt euch das Hinterrad an, ey. Das ist so unglaublich. Es eiert nicht, nein. Es ist nur so, dass es eiert. Egal, ich. Nö. Wir probieren das beim nächsten Mal, Leute. Ach, hier kann man Speed aufbauen, ne? I believe I can fly. I believe I can touch the water. Hab übrigens geklatscht, wenn man das nicht so authentisch gehört hat, wie ich das jetzt, ne? Durch meine HD Dolby Digital Surround Sound 7.1 Stereo Ohren habe, ne? Meine sind ganz toll. Egal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.